Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück bei die drei Fragezeichen und das Geheimnis der Schattenhelden. Oh mein Gott, wir sind wieder da. Jawohl, pass auf, wir haben einen Spielstand hier letztes Mal gemacht und wollen mal einfach mal weitermachen. Genau, wir sind hier im Dings angekommen, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Möchtest du zum Hauptmenü? Nein. Akte Superspione. Ein neuer Fall für die drei Fragezeichen. Fürs Protokoll, der Stand der Dinge. Was liegt als nächstes an, wenn ich das wüsste? Fremde, welche Rolle spielt die geheimnisvolle Dame? Mein Gespenst glaubt Justus nicht. Auftrag? Peters Vater erwartet von uns an der Basis im Hafen. Er erwartet uns. Er erwartet was. Schließlich wollen wir ein Teil des Teams werden und uns umsehen. Mehr Jungfrau. Taylor Barnes wartet auf ihren Einsatz als Superspionin. Serielle. Wenn wir uns ausweisen, erzählt sie vielleicht von Danny. Sollen wir uns mal ausweisen? Sie, Meerjungtante. Hier gibt es auch ein Rücklicht. Und jetzt muss man hier doch Sachen machen. Ich habe das ist schon so lange her, wieder so eine Scheiße. Ne? Man kann also hier Wall of Shame. Ja, hier ist Danny. Danny? Fehlanzeige. Das war Bob. Bob ist nicht da. Bob ist da, aber hier, der Danny ist nie. Der Danny. Danny. Hey, Danny. Oh, ich glaube, ihr habt euch verlaufen, Jungs. Husch, husch hinter die Absperrung. Ich denke aber mal nicht, meine liebe Fräuleinchen. Hier, du also weißt, wo ist denn hier mein Fragezeichengerät? Was ist denn das? Die Farbigen zeigen dir, mit welchen der Jungs du gerade unterwegs bist. Ja, wie das... Ich bin also mit allen jetzt, ja. Nehme ich mal an. Taylor Barnes, ist sie hier? Oder Tyler oder wie auch immer. Was kann man hier machen? Was kann ich hier? Ah, die drei Detektive sind komplett. Ja, die ganz schön was los hier. Das Team belagert Hafen und Strand. Natürlich mit Genehmigung der Stadt. Henry, hier steht ein Motorrad. Das ist die Maschine von Justus Jonas. Mhm. Baby Fetzo? Ja? Großartig. Wir fangen an einzurichten. Ist Danny da? Ich gebe Bescheid, wenn ich ihn sehe. Ende. Das war Mason Grigsby, der Regisseur von High Level Spy, unserer Serie um Spione mit Superkräften. Wenn der geheime Anzug nicht wieder auftaucht, bin ich geliefert. Okay. Geheimer Anzug. Das sind unsere bestimmt. Bitte tragt die Set-Ausweise immer bei euch. E-Mail. Kannst du mal rausgehen? E-Mail. Gute Idee. Dafür lasst ihr bitte eure Handys aus. Ich glaube, es hackt ihr Handy aus. Hier noch mal ein anderes Gerät. Geht nicht. Hi, Henry. Nun sieh mal, was dein Anzug angerichtet hat. Ich bin tatsächlich geschrumpft. Wenn ich nur wüsste, wie ich das umkehre. Ein gutes Frühstück soll ja helfen, groß und stark zu werden. Kein leichter Job, wenn du die Größe eines Käfers hast. Ich würde gern sagen, man sieht sich. So oder so, du bist und bleibst der Größte. Grüß mich, Grigsby. Was für ein Spinner. Habt ihr auch das Plätschern bemerkt? Ja. Es klang wie ein Bächlein. Vielleicht ein Hinweis, wo er sich aufhält. Wo wohnt er denn? Ich habe gehört, er sei kürzlich umgezogen. Keiner weiß so recht, wohin. Außerdem ist er nicht zu erreichen. Tja, bei dem Missgeschick kommt er wohl kaum an sein Handy. Haha, Peter. Und wie ist die Aufnahme entstanden? Wir sollten uns diskret umhören, ob wir etwas zum Motiv und Verbleib von diesem Danny erfahren. Ja, Baby. Ich frage mich, wie Danny privat an das Kostüm gelangt ist. Der Anzug befand sich leihweise im Verlag, der die Entwürfe für eine Comicreihe zur Serie aufgreift. Danny sollte ihn für mich abholen. Das Team dort meinte, das habe er auch. Das Resultat kennen wir. Kennen wir? Wuckelig! Ich kann es nicht nochmal anklicken, das ist schon mal sehr gut. Hier ist links und Bums und Tralani und Tralaviti. Ich habe hier eine Lampe, hier ein Gulli, hier ein Buch, hier noch ein Buch. Ich würde sagen, finden wir Danny, finden wir den Anzug. Okay. Wenn es so einfach ist. Ich würde sagen, finden wir Danny, finden wir den Anzug. Ja, dann mach die mal umsuchen. Auf und suchen, du.
So, ich denke, hier sind wir durch. Ja, hier. So, meine liebe Frau. Oh, ich glaube, ihr habt euch verlaufen, Jungs. Husch, husch hinter die Absperrung. Pass mal auf, Elsebälse. Ja, hier geht's nämlich richtig ran. Ach, ihr seid vom Team. Ja. Peter Shaw. Bist du mit Henry verwandt? Das ist mein Vater. Ah, jetzt sehe ich die Ähnlichkeit. Ich bin Taylor Barnes alias Siriel, Spionin an Land, Jungfrau der Meere, Freundin von Tiny Mite. Ein Location Scout hat Rocky Beach als Kulisse für unsere Romanze vorgeschlagen. Was? Was war? Was für eine Romanze? Ich höre manchmal nicht. Wir haben gehört, dass Sie mit Danny Coleridge drehen. Ah, Danny, ja. Also ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um ihn seit dieser Klatschgeschichte. Sie stand in einer Zeitschrift neulich. Helft ihr mir suchen? Wenn Kelly erfährt, dass sie in Taylor Barnes Wohnwagen war, kratzt sie mir die Augen aus. Oh, Peter. Es wird Zeit für eine neue Freundin. Was ist das denn? Hä? What the fuck? Ist das ein Sammelgedöns? Muss ich alle finden? Oder was? Echt jetzt? Was ist denn das? Ist das im Spiel? Wie damals hier, wenn man so ein Funkding hatte, so ein Funk, Gedöns, ja? Naja, das ist im Game, oder? Ich muss gleich mal aufpassen. Mal gucken, wo das hin und her geht. Schubladen und so, hier kannst du nichts machen, ne? Da war es wieder, aber mal ganz kurz. Also hier kann ich auch nichts öffnen oder so hier. Oder kann man mit der rechten auch was machen? Ja. So, ich habe 7 von 12. Aber hier werden ja nicht 12 Zeitungen jetzt hier rumliegen, oder? Sieht was nicht so aus. Hä? Okay. Ja, das ist in-game. Die Zeitschrift muss in meinem Trailer oder in der Nähe liegen. Ah ja. Ist klar, Baby. Ist klar. So, was haben wir noch? Haben wir noch eine? 2 Stück noch. Eine müssen wir noch finden. Wo ist sie denn, die Kleine? Sag einmal. Das ist wahrscheinlich die offensichtlichste, ne? Und die sehe ich natürlich nicht, weil ich sehe immer nur die anderen Sachen. Ich bin sehr gut in anderen Sachen finden, nur in den Sachen, die so offensichtlich sind, die sehe ich manchmal nicht. Das ist wirklich so, ne? Also ich sehe schnell viel, aber dann irgendwie das, was jeder sieht, sehe ich nicht. Oder hast du es nah? Die Zeitschrift muss in meinem Trailer oder in der Nähe liegen. Halt ein Semmel. Halt ein Semmel. Jetzt mal hier. So, in dem Mimi, oder seht ihr das? Seht ihr es? Tut's ihr sehen? Ich sehe es nicht. Ich sehe sie nicht. Oh, Baby. Die ist hier auch nicht mehr, würde ich jetzt fast. Ich würde sagen, die ist hier gar nicht. Die ist bestimmt hier. Die Wall of Shame. Nämlich hier. Ist das ein Privileg oder ein Pranger? Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mir das gar nichts sagt. Mr. Grigsby kann es nicht leiden, wenn jemand eindöst. Also läuft derjenige Gefahr, heimlich mit Wasser bespritzt und dabei fotografiert zu werden. Da ist die Tante und da ist das Ding. Ja, hab ich da gewusst. Hier hat es Danny erwischt. Da fragt man sich, wer kindischer ist, der Regisseur oder sein Darsteller. Davon hat Papa zu Hause nichts erzählt. Das ist Vater hier, das ist Peter, das ist Vater Shaw. Auch wenn der Vergleich hinkt, die Gesichter erinnern mich an die weltweite Aktion, sich Eiswasser über den Kopf zu schütten. Mich jetzt nicht so. Aber gut, wir haben die Zeitung. Die Zeitschrift muss in meinem Trailer oder in der Nähe liegen. Na bitte. Diese Ausgabe meinte ich. Ach so. Da scheint Danny aber nicht gut wegzukommen. Er wird als Kindskopf dargestellt. Ja, das ist der Punkt.
Problem. Er verhält sich nicht professionell. Super. Klar, er ist witzig. Aber er trennt die Serie Romantik, Spionage, Heldentum nicht von seinem Privatleben. Heißt das, er ist verrückt? Vielleicht stimmt er sich nur auf die Rolle ein, indem er sie eine Weile lebt. Oh ja. Es tut gut, darüber zu reden. Ich will euch etwas anvertrauen. Okay, was denn? Bringt mir mal die Plakatrolle aus meinem Trailer. Plakatrolle. Was sind wir denn hier? Sag mal, Plakatrolle. Plakatrolle. Jetzt mal ehrlich, eine Plakatrolle sehe ich jetzt irgendwie nicht. Doch, da. Ich habe eine Plakatrolle gesehen. Du kannst mal eben hier, meinst du die hier? Oh, eine Zahlenfolge. Oh. Vermutlich eine Geheimbotschaft. Und damit ein Requisit der Serie. Tatsächlich ist das Dannys Versuch, bei mir zu landen. Echt? Vielleicht werdet ihr daraus schlau. Oh, scheiße. Das ist was für ein Faller, ne? Wir können den Code nur entschlüsseln, wenn wir wissen, worauf er basiert. Ja, das ist mir klar. JJ. Ihr scheint Rätsel zu mögen. Mhm. Zum Glück seid ihr bodenständig und macht nicht auf große Detektive. Haha, du bist es, du. Das wollen nicht alle Folgen gehört, wie? Henry, wir sind eingerichtet. Du kannst loslegen. Alles klar, bin gleich am Set. Er ist gleich am Set. Okay, dann müssen wir auch ans Set. Sollen wir schon mal ans Set gehen? Also ich muss ja irgendwie, vorwärts kommen. Ja, Danny ist natürlich immer noch nicht da. Sollen wir mal ans Set gehen? Wir gehen mal hier ans Set. Waren wir letztes Mal schon, ne? Hier steht das Motorrad. Das war die Sache mit dem Motorrad. Pete. Eine Outdoor-Nebelmaschine ist eine feine Sache. Das allerdings vermisse ich die Fernbedienung, mit der ich sie regulieren kann. Ehrlich jetzt? Ja, toll. Wo soll ich die denn herholen? Sag mal, bist du verrückt geworden? Hast du die hier irgendwo liegen lassen? Oder ist die... müssen wir nochmal zurückladen? Ich meine, ich habe die Fernbedienung gestern am Set gelassen. Also doch hier. Okay. Ich suche eine Fernbedienung. Sie muss sehr weit weg sein, weil es ja eine Fernbedienung ist. Ist klar, oder? So besser. Ja, die sind so flach, die kleinen. Warte mal, wo ist er denn? Ist das eine Fernbedienung? Nee. Man kann da auch nichts, also ich sehe auch nichts, ne? Ich bin auch so blind. Ja, komm, ey, jetzt sag, hast du Fernbedienung schon gesehen? Es wird nicht diese Seite. Fernbedienung, wo bist du denn geblieben? Wir sind hier am Set und ich finde sie einfach nicht. Ist das nicht toll? Wo würde man sowas liegen lassen? Hier auf so einer Bank oder so würde man das liegen lassen wahrscheinlich. Oder das, so ein Scheinwerfer wird ja wohl kaum draußen stehen bleiben oder an so einer Brüstung. Vielleicht würde man das da drauf legen und vergessen mitzunehmen oder so. Das wären so Sachen. Ne? Aber sonst auf so einem Stein hier nebendran vielleicht noch. Aber ich sehe hier nichts. Es kann dann sein, dass es irgendwie runterfällt und so. Das kann man auch noch mit einschließen. Dann liegt das irgendwo daneben. Da drunter. Aber ansonsten würde mir da nichts einfallen gerade, ne? Was ich hier sehe, sehe ich nicht. Stehst du? Ist ein bisschen sicher. Ich meine, ich habe die Fernbedienung gestern am Set gelassen. Ja, aber das heißt ja nichts, ne? Wenn man das meint, dann ist es ja meistens auch nicht so. Dann ist es nämlich ganz anders und dann kommst du nämlich irgendwann wieder zurück. Oder wir müssen hier so gucken. In dieser Ansicht, das kann natürlich auch sein. Auf dem Gerüst hier liegen lassen vielleicht, ne? Oder an der Kabel. Das ist Mason Grigsby. Was? Gehen wir hin? Das ist eine Kabeltrommel. Bob, also jetzt reicht's. Jetzt müssen sie aber einen erzählen hier vom Pferd, ne? Bubble. Was ist denn mit euch so? Habt ihr nicht drei Fragezeichen gehört? Was habt ihr denn gehört? Bibi Blocksberg? Oder so? Was gibt's denn noch? Ach, TKKG gab's auch. Oder habe ich auch gehört, dann, wo ich nicht weiß,
Ich hatte immer eine Kassette von Die Funkfüchse. Die fand ich auch sehr spannend, aber ich hatte halt nur diese eine Folge und habe da, glaube ich, auch nichts anderes jemals wieder von gesehen oder gehört. Keine Ahnung. Das war auch ganz spannend, fand ich. Aber ich hatte halt, wie gesagt, nur diese eine Folge und die hatte ich dann irgendwann mal 23.000 Mal gehört und das ist halt so, ne? Ja. Und danach kamen, glaube ich, erst die drei Fragezeichen so ein bisschen ins Spiel. Bin mir gar nicht so sicher, wie das, welche Reihenfolge und He-Man. Ich hatte ja sehr viele Masters of the Universe Kassetten. Also Hörspiele, ne? Kassetten, die habe ich jeden Monat kamen die, glaube ich, oder alle drei Monate, ich weiß es auch nicht mehr. Hatten wir so einen Spielzeugladen bei uns hier im Dörfle. Da bin ich immer hingelaufen und habe mir die neueste, oder egal was für eine, irgendeine, die da war, habe ich mir geholt, die ich noch nicht hatte. Habe ich mir geholt, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die waren. Ich weiß es wirklich nicht, schade eigentlich, dass ich das nicht mehr weiß, wie teuer die waren. Ich kann auch nicht schätzen oder so. Ich weiß wirklich nicht. Waren die 10 Mark oder so? Waren die oder 7 oder 8 Mark? Nee, ich weiß wirklich nicht. Kann auch 5 Mark gewesen sein. Ich bin mir absolut nicht sicher. Keine Ahnung. Und ich suche hier nebenbei tatsächlich diese verschissene Fernbedienung und ich sehe sie. Ich verrecke nicht. Ich kann sie nicht finden. Kannst du sie sehen? Okay, wie sieht denn so eine Fernbedienung aus? Ja, also, ich kann nicht sagen. Bass? Papa ist ganz schön im Stress. Ja, Papa ist im Stress. Das kenne ich. Aber der Papa ist doch gar nicht hier. Wo könnte die Fernbedienung sein? Ihr scheint Rätsel zu mögen. Zum Glück seid ihr bodenständig und macht nicht auf große Detektive. Ja, wäre ja auch ziemlich dämlich, ne? Wir sind ja auch echt bescheuert eigentlich. Fernbedienung müsste am Set sein. Papa ist ganz schön im Stress. Ja, Beach. Beach? Papa ist ganz schön im Stress. Leck mich fett. Okay, Set. Wo lässt man so eine beschissene Drecksfernbedienung liegen? Auf so einem Ablage. Kann man hier rein? Ja? Ach, hi. Moment. Bist du das? Nee. Baby Fatso? Nee, also das... Baby Fatzos Tage sind gezählt, Sir. Aber ja, ich bin Justus Jonas, der Ex-Strolch. Natürlich! Und da sind ja auch Chance Sprössling und... Verzeihung, wer ist der Kleine? Der kleine Bob Andrews ist ein großer Fan ihrer Arbeit, Mr. Grigsby. Bubble. Was ist los mit dir? Wollen wir noch mehr fragen? Danny liebt die Story vom Super-Winzling geradezu. Überzeugt euch selbst. Falls er sich doch noch herbequemt, wer zu spät kommt, macht Platz für andere. Habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gehört. Ein Schlüssel. Wieso habe ich einen Schlüssel bekommen? Geduld, Justus. Dein Auftritt kommt noch. Der Störfaktor im Hintergrund, der das Liebespaar überstürzt Abschied nehmen lässt. Aha. Geduld, Justus. Dieses kleine Schätzchen sorgt dafür, dass meine Mannschaft spurt. Also, okay. Dieses kleine Schätzchen sorgt dafür, dass meine Mannschaft spurt. Hat die eigentlich rausgefunden, wie man so doppelte Sachen überspringt? Wenn ja, wüsste ich es ganz gerne. Hier liegt auch keine Fernbedienung, oder? Siehst du eine Fernbedienung? Ich wünschte, ich sähe eine. Mit diesen Kabeltrommeln muss man bestimmt auch nochmal irgendwann was machen. Wofür jetzt der Schlüssel ist, habe ich nicht verstanden. Oh, Entschuldigung. Bin ich da irgendwo rangekommen? Ja. Wofür war der Schlüssel? Ich wollte gar nicht hier, ich wollte gar nicht mit ihm reden, ich wollte da rein. Dahin, aber da, nee, das ist ja die Tür dann. Okay. Ach, der, weißt du was, das gehört zu ihr? Deswegen, ach so, das ist ein, dieser Bildausschnitt war ja mit ihr und ihm und so. Mhm, ja.
Das sind dann diese Bildausschnitte. Vielleicht kann man auch hier hinten was machen. Nein, nicht. Oder hier vorne. Weiter heran dürfen selbst Fans nicht. So. Hier macht sich deine Maschine gar nicht schlecht, Just. Ja. Hier macht sich deine Maschine... Weiter heran dürfen selbst Fans nicht. Fans. Fans. So, für wen ist denn jetzt der Schlüssel? Hierfür? Danny? Ich würde sagen, hier geht einer in seiner Rolle auf. Und ab. Also, ich liege noch auf Zeitungen. Aber das sind, warum streben eigentlich so viele Filmschurken die Weltherrschaft an? Ja, was soll man sonst beherrschen? Die Nachbarschaft? Jack Arnold verfilmte die seltsame Geschichte des Mr. C. Der Arme gerät in eine radioaktive Wolke und schrumpft gemächlich, bis er, Spoiler-Alarm, im Mikrokosmos verschwindet. Kennen wir doch. Ant-Man hier, oder was? Der Typus des smarten bis harten Geheimagenten ist noch immer äußerst beliebt. Seine technischen Spielereien möchte ich als höchst inspirierend bezeichnen. Nein, 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 nein. Mit Schirm, Charme und Melone. In der Serie gab es mal eine Schrumpfmaschine. Die Folge hieß, haben Sie es nicht ein bisschen kleiner? Ja. Ehrlich? Habe ich jetzt nicht so oft geguckt, muss ich ganz klar sagen. Gulliver's Reisen. Auf der Insel Lilliput waren die Bewohner allesamt winzig und Gulliver war der Riese. Im Land Brobdingnag verhielt es sich dann umgekehrt. Eine Comicserie von Pierre Serrant. Eindeutig Franzose. Ein Meteorit verursacht eine Epidemie, die Menschen schrumpft. Sie gründen eine geheime und sehr fortschrittliche Ministadt namens Eslapion. Eslapion. Grigsby an Baby Fetzo. Seid ihr schon in Dennis Trailer? Hier Justus Jonas, Mr. Grigsby. Wir sind vor Ort. Leider haben wir Danny nicht angetroffen. Macht es euch bequem. Ach ja, kleiner Tipp. Danny hortet heimlich Süßigkeiten. Vielleicht werdet ihr fündig. Ende. Sehr nett. Heimlich Süßigkeiten, okay. Es ist mir eine Ehre. Schubladen, nein. Schränke, nein. Heimlich Süßigkeiten, heimlich Süßigkeiten. Süßigkeiten, heimlich. Where ist die Süßigkeit gegangen? Ich sehe hier nichts Süßes im Globus. Na Justus, ja. Lust auf eine Leckerei? Noch mehr Interesse weckt das Buch im Globus. Ein Geheimcodebuch. Fünf boxende Zauberer, die rasch herumspringen? Das ist ja mal eine Information. Das ist ein Pangramm. Es fanden alle 26 Buchstaben des Alphabets Verwendung. Ah, interessante Lese. Naturellement. Incorruptose. In diesem Satz sind alle Buchstaben des Alphabets. Wir können den Code nur entschlüsseln, wenn wir wissen, worauf er basiert. Auf der Scheiße hier. In diesem Satz sind alle Buchstaben des Alphabets mindestens einmal vertreten. So, meine Lieben, aber ich würde mal sagen, ich finde auch diese verdammte, verdreckte Fernbedienung nicht. Ich gehe hier nochmal hin. Was ist hier los? Ich glaube, wir können Dannys Botschaft entschlüsseln. An der Wand ist genug Platz, um Zahlen- und Buchstabenfolge zu vergleichen. Ach so. Na, worauf warten wir noch? Egal. Vielleicht ergibt sich ein Hinweis auf Dannys Verbleib. Zumindest auf seinen Charakter. Na, wir wählen die Buchstaben des Merksatzes in der Reihenfolge aus, wie sie die Zahlen vorgeben. Mal sehen, was das ergibt. Macht das jetzt also automatisch? Wie, meint er, das T wäre... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Hä, wie jetzt? Ich würde sagen, die 1 oder das E.
ihr macht mich ganz nervös. Nochmal von vorn. So, was ist denn? Ihr macht mich ganz nervös. Nochmal von vorn. So, warte mal. A, B, C, D, E. 5 wären E. Ihr macht mich ganz nervös. Nochmal von vorn. Kann ich verarschen? 1, 2, 3, 4, 5 oder was? Ah ja. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Ich kann es aber nicht lesen. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, das alles das 29, dann wäre es ja ein Y, ne? Ich muss noch mal zählen aus Versehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 29, nee, ist ja. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 1, 3, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben's. Die Botschaft lautet, im toten Briefkasten. Ganz genau. In der Agentensprache steht ein toter Briefkasten für ein Versteck, das nur Eingeweihten bekannt ist. Mhm. In unserem Fall Taylor Barnes. Mhm. Taylor. Taylor war's. Das ist ja toll. Taylor Barnes. Aber, habe ich das alles aufgeschrieben? Ja, habe ich. Deswegen machen wir jetzt hier eine Pause, wenigstens mal. Ne? Eine halbe Stunde, oder was haben wir jetzt verpasst? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.